This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, heute geht's darum, dass ich euch, dir, niemandem was beweisen kann. Viele wollen immer irgendwelche Studien, irgendwelche Nachweise. Um ihre Meinung zu bestätigen. Oder um eine Sicherheit zu haben. Oder was auch immer. So. Ich kann dir überhaupt nichts beweisen. Ich kann dir erzählen, welche Erfahrungen ich gemacht habe. Was für mich stimmig ist. Was ich eben erfahren habe, wie gesagt. Das ist der wichtige Punkt. Ich kann erzählen, was ich erfahren habe. Aber meine Erfahrung muss nicht deiner gleich. Und im Grunde wirst du nie wissen, ob was stimmt, wenn du es nicht selbst erfährst. Du musst an einem gewissen Punkt das Vertrauen haben. Dass das richtig ist, was derjenige sagt. Sonst wirst du das nicht machen können. Ich kann dir beschreiben, wie das ist, was ich erfahren habe. Ich kann es umschreiben. Ich kann Vergleiche mit Situationen heranziehen, die du vielleicht schon erfahren hast. Viele als Kind. Die meisten waren als Kind einfach glückliche. Eigentlich jeder wahrscheinlich. In der heutigen Gesellschaft. Das sollte man sich dann auch fragen. Wie intelligent sind wir, wenn wir mit so großen Möglichkeiten geboren werden, so glücklich sind und im Laufe unseres Lebens immer unglücklicher werden. Wenn ein Kind, das nichts weiß, so wenig Wissen angehäuft hat, so wenig Glaubenssätze, glücklicher ist als wir. Das Kind lebt viel kürzer, ist aber viel glücklicher als wir. Wir haben viel mehr Erfahrung. Wir könnten viel mehr Wissen, Weisheit sammeln. Das heißt, wir sind viel länger auf diesem Planeten. Eigentlich sollten wir in völliger Ekstase leben. Wenn ein Kind glücklich ist, dann sollten wir jetzt in Ekstase leben, weil wir ja viel mehr Erfahrung haben. Aber wenn ich mir die meisten Erwachsenen anschaue, dann ist dem nicht so. Und dann kann man sich mal fragen, was da falsch läuft. Wieso bin ich so unglücklich geworden? Ich konnte sie anscheinend machen. Ich war mal irgendwann an dem Punkt, dass ich glücklich war. Was war da anders? Was habe ich mir dafür Gedanken gemacht? Habe ich da überhaupt so viel gedacht wie jetzt? Und all die Dinge, die ich sage, die musst du erfahren. Und wenn du diese Dinge Schritt für Schritt erfährst, dann wirst du den Kern und die Wahrheit
daraus immer mehr spüren, wahrnehmen können, weil du sie ja selbst erfahren hast. Also, wenn jemand die Augen zu hat, schließ mir die Augen. Wie willst du demjenigen erklären, wie es ist zu sehen, wenn das entsprechende Sinnesorgan dazu fehlt, wenn die entsprechende Wahrnehmung, das Wahrnehmungsorgan dazu fehlt? All die Dinge, die ich erzähle in vielen Videos, musst du selbst erfahren. Ich kann sie dir umschreiben, ich kann dir Vergleiche geben, die du vielleicht nachvollziehen kannst, weil du sie selbst schon erlebt hast und die ähnlich waren. Vielleicht kannst du dir dann nicht vorstellen, diese Zustände immer aufrechtzuerhalten. Aber oft hast du dieses Gefühl von Verbundenheit oder dieses Gefühl, dass da noch mehr ist. Oder diesen Zauber, wenn man was anschaut, dieses Wunder in allem zu sehen. Sie wieder zu sehen, was ist das hier für eine unglaubliche Welt? Wir sind hier auf irgendeinem Planeten und ein Feuerball leuchtet mit Licht und einfach sich der Wunder um einen wieder bewusst werden und die wechselseitige Abhängigkeit. Ein Baum da draußen, das ist deine Lunge. Wenn dir wieder bewusst wird, dass das, was du ausatmest, der Baum einatmet. Und das ausatmet, was du dann wieder einatmest. Die Blätter vom Baum, das sind wie Lungenbläschen. Das ist ein äußerer Baum, der genau den gleichen Prozess wie deine Lunge macht. Nur im Äußeren. Und ohne diesen Baum könntest du nicht existieren auf dieser Welt. Du könntest nicht ohne Luft existieren auf dieser Welt, die von diesem Baum mit Sauerstoff angereichert wurde. Und dieser Baum könnte auch nicht ohne dich existieren. Ohne das CO2, das du wieder ausstößt. Und jedes andere Lebewesen auf diesem Planeten. Und so ist alles in wechselseitiger Abhängigkeit. Dein Körper ist nur aus Erde entstanden, aus diesem Planeten, und der geht auch wieder zur Erde zurück. Wenn du stirbst, dann gibt es eine Feuerbestattung oder eine Erdbestattung, egal was. Dein Körper wird am Ende wieder in die Erde zurückgehen. Das ist der Kreislauf der Natur. Aber es sind mehr als physische Dinge da, und die kann ja jeder erkennen. Jeder hat einen Verstand, jeder kann denken, jeder kann merken, dass da noch mehr ist als der Verstand sogar. Der Verstand ist einfach nur ein Werkzeug. Du kannst immer das kleine Spiel machen, du kannst dich auch beim Denken beobachten. Deswegen, es führt ja jeder Selbstgespräche um. Denkst du dir, was habe ich jetzt gerade gedacht? Was sind das für Gedanken? Wo kommen die her? Irgendwie ist da mehr als nur dein Verstand, mehr als nur dein Körper, deine Emotion. Und wenn du nicht bereit bist, deine Augen zu öffnen und zu sehen, dann kann dir keiner, der sie bereits geöffnet hat, beweisen, dass es dort dieses oder jenes gibt, was du gar nicht sehen kannst. Du kannst es am Ende nur für dich wissen, wenn du selbst deine Augen öffnest. Wenn du deine Augen geschlossen lässt, dann kann dir jeder irgendwas erzählen. Wenn du Vertrauen zu dem aufgehört hast, dann kannst du das nachvollziehen. Aber wenn du die Augen öffnest, dann weißt du es. Dann ist die Verbindung da, dann ist die Wahrnehmung da. Und viele Dinge, die ich erkläre, wenn du den Körper reinigst, was da passiert und wie du wieder lebst, was für Gefühle du hast, dass die Ängste verschwinden. Das musst du erleben. Ich kann dir vielleicht sagen, hey, so wie es als Kind war,
wo du noch ganz unschuldig warst, wo du noch gerade auf die Welt gekommen bist und wie du da gestrahlt hast, in was für einem meditativen Zustand du da warst. So ist es wieder. So wird es wieder sein. Es gibt keine Zeit. Hast du als Kind auf die Uhr geschaut? Nee, kam irgendjemand und hat dir damals gesagt, hey, es ist jetzt Zeit. Und du hast aufgehört, wenn es für dich sich richtig angefühlt hat, wenn du keine Lust mehr drauf hattest. Und wir kommen immer wieder mehr an den Punkt. Wir werden gleichzeitig wieder wie ein Kind, aber trotzdem werden wir erst dadurch richtig erwachsen. Die meisten Erwachsenen heutzutage sind verletzte Kinder, die in irgendwelchen alten Schmerz verweilen, die nie wirklich Verantwortung übernommen haben. Die mögen vielleicht irgendwo in einer eigenen Wohnung leben mittlerweile und sich selbst das Essen machen. Bei manchen macht es dann einfach die Frau. Und sie sind im Endeffekt immer noch abhängig von all diesen Dingen im Äußeren. Und sind im Grunde kein Stückchen erwachsen geworden oder haben selbst Verantwortung übernommen. Schieben immer noch die Verantwortung auf Versicherungen ab, schieben immer noch die Verantwortung auf Ärzte, auf Freunde, auf das Umfeld. Übernehmen nicht die Verantwortung und sind im Grunde kein Stückchen erwachsen geworden. Wenn wir Selbstverantwortung übernehmen, dann können wir durch Erfahrung, durch unsere eigene Erfahrung, wieder ganz andere Dinge wahrnehmen. Dann spüren wir eine Verbundenheit. Und dann kannst du auch die alten Dinge nah wahrnehmen. Wenn du deinen Körper zum Beispiel reinigst, jetzt was dieses Ernährungsthema betrifft, dann kannst du wieder Dinge viel besser spüren. Dann kannst du wieder wahrnehmen, was ich erzähle. Wenn du nicht ausprobierst, wie es ist, wenn dein Körper reiner ist, wenn du jede Zelle deines Körpers wieder spürst, wenn du wahrnimmst, wie jedes einzelne Lebensmittel in deinem Körper verdaut wird, dann kannst du das immer als Humbug tun, weil du gar nicht die Wahrnehmung dazu hast, zu spüren, wie etwas durch deinen Körper durchgeht, wie das verarbeitet wird. Wenn du deine Augen nicht öffnest, dann kann ich dir erzählen, hey, es ist fantastisch irgendwie, dieses, jenes zu sehen. Kannst du mir glauben oder nicht? Erst wenn du diese Reinheit des Körpers wieder spürst, dann kannst du die Sensibilität wahrnehmen, dann kannst du merken, wie fein du alles wahrnimmst. Und dass das kein Quatsch ist, dass gewisse Lebensmittel anders durch den Körper gehen als andere. So funktioniert diese Welt. Unsere Körper sind im Moment nur so betäubt, dass wir solche Dinge nicht mehr spüren, dass wir nicht sensibel genug dafür sind. Aber du musst die Erfahrung selber machen. Es bringt nichts, wenn ich dir erzähle, wie es ist, Achterbahn zu fahren. Wo ist der Sinn dahinter? Das Leben ist zum Erfahren da. Frag dich immer, was hat es mit meinem Leben zu tun? Egal, was du machst, was hat es mit dir zu tun? Frag dich immer, was hat es mit dir zu tun? Und dadurch wird kein Egoismus ausgelöst. Damit meine ich nicht diesen falschen Egoismus, wo man sich irgendwie ein Ego aufbaut, sondern ich meine damit, frag dich wirklich immer, was hat es mit dir zu tun? Wenn du glücklich bist, wenn sich jeder darum kümmert, dass er glücklich ist. Am Ende ist jeder glücklich. Im Moment probieren wir irgendwelche Wünsche von anderen Menschen zu befriedigen. Wir probieren nicht, wir selbst zu sein. Wir laufen in Wahrheit nur vor uns davon. Auch viele Menschen, die sich irgendwie in Spiritualität oder irgendwas flüchten, sich dann einfach nur ein Ego darum aufbauen. Wir können uns mit
mit Geld identifizieren, mit Statussymbolen. Wir können uns genauso mit Glaubenssätzen identifizieren und dadurch schmücken und dadurch größer machen, dadurch anders hervorheben, uns über jemanden stellen. Darum geht es nicht. Es geht darum, die Dinge zu sehen, wie sie sind. Auf keinen herabschauen und zu keinem heraufschauen. Auf die Dinge schauen, wie sie sind. Die Dinge sehen und betrachten, wie sie sind. Ohne zu beurteilen, zu verurteilen. Einfach zu schauen, was wie ist. Und fertig. Ohne das für gut und schlecht zu empfinden. Dinge sind sinnvoll für gewisse Sachen. Wenn du möchtest, dass es funktioniert, dann solltest du es so auf eine bestimmte Weise machen. Aber das hat nichts damit zu tun, ob es gut oder schlecht ist. Nichts ist gut oder schlecht. Sache ist nur, was möchtest du erfahren? Wenn es super für dich ist, zu erfahren, wie schlecht du drauf bist. Wenn es für dich schön ist, wenn es für dich eine schöne Erfahrung ist, Hass zu empfinden, dann mach das doch weiter. Für mich ist es keine schöne Erfahrung. Für mich ist es nicht schön. Ich möchte andere Dinge erfahren. Und jeder kann diese Zustände in sich selber erzeugen. Das ist der springende Punkt. Du kannst alles in dir selber erzeugen. Da kommst du hindurch, Meditation. Dadurch, dass du deinen Geist schulst, aufhörst, dich mit allem zu identifizieren, mehr auf deine innere Stimme hörst, wieder zu einem natürlicheren Leben erstmal wieder zurückkehrst, wieder in Einklang kommst mit den Elementen, mit der Erde, mit dem Wasser, mit dem, was du isst, mit der Luft, die du atmest. Und dann machst du die Erfahrung. Dann merkst du, wie es ist, Achterbahn zu fahren. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Aber es bringt nichts, das zu beschreiben. Warum gehen Leute immer wieder in den Freizeitpark? Oder warum machen Leute immer wieder solche Sachen? Wenn sie es erleben wollen, da geht es nicht darum, das zu erzählen. Klar kannst du dir dieses Gefühl vorstellen. Das ist nichts im Gegensatz dazu, wie man es erfährt. Am Ende kann man beschreiben, wie schmeckt eine Orange. Dann kannst du sagen, es ist vielleicht wie eine Mischung aus Birne und Zitrone, aber es ist eben so wässrig wie eine Zitrone. Aber doch ist die Orange was ganz Eigenes. Und wenn dann jemand erstmal eine Orange beißt, dann ist es was anderes. Man muss das erfahren, man muss es schmecken, man muss das Leben wahrnehmen. Und man muss gewisse Sinnesorgane erst sensibilisieren, erst wieder spüren und es wieder lernen. Und es gibt mehr als den physischen Körper. Und wenn man wieder eine Verbindung außerhalb des physischen Körpers wahrnehmen kann, dann kann man ganz anders die Dinge erfahren. Dann kannst du Glück erfahren in jedem Moment. Dann ist es nicht mehr bedeutend, was andere über dich denken. Die können dich nicht mehr beeinflussen mit ihren Handlungen. Du bestimmst dann, ob du glücklich bist oder nicht. Das Recht hat dann kein anderer mehr. Wir müssen nur erstmal lernen, wieder mit unserer Maschine, mit dem Körper hier umzugehen. Es ist wie wenn du jemanden in einen Ferrari hockst, ein Kleinkind in einen Ferrari hockst und weiß nicht, wie die Maschine funktioniert. Oder in einen Flugzeugträger, in ein Flugzeug, in eine hochkomplexe Maschine. Setzt jemand rein, der es noch nie gesehen hat. Da sind tausende von Knöpfen.
Unser Körper reagiert ganz anders. Wenn du gerade sitzt, atmest du ganz anders in deinen Bauch hinein. Wenn dein Körper nicht gestresst ist, wenn jeder einzelne Muskel entspannt ist, atmest du ganz anders. Dann funktioniert dein Körper reibungslos und du kannst es super kontrollieren. Und da wird keine Angst erzeugt. Umso schneller du rennst, umso mehr Spaß macht's. Aber wenn du dich auf dem Fahrrad hockst, damit du nicht fahren kannst, umso schneller es wird, umso gefährlicher wird's. Und wenn sich ein Kind in einen Ferrari hockt oder in ein Flugzeug, dann wird's noch gefährlicher. Und wir haben nie die Benutzeranleitung für unseren Körper gelesen. Wir sind auf diese Welt gekommen, haben nie gelernt, mit diesem Körper umzugehen. Das ist das, was Praktiken wie Yoga, das ist das, was viele Philosophien verfolgen, wieder zu spüren, den Körper wahrzunehmen, Atemtechnik, Buddhismus. Und wenn wir das wieder lernen, wieder erfahren, dann können wir alles wieder spüren und dann ist es keine Vermutung mehr, dann ist es keine Annahme mehr, die wir machen. Ich mag dich bitten, dass du aufhörst, damit Annahmen zu machen. Es gilt auch darum zu erkennen, das ist einer der wichtigsten Schritte überhaupt, zu erkennen, was man weiß und was man nicht weiß. Theorien sind nicht schlecht, sind in Ordnung. Das Problem ist, dass wir uns heutzutage mit diesen Dingen identifizieren und sie als wahr annehmen. Und das sind alles nur Annahmen. Das haben wir nicht erkannt. Dass wir das nicht selbst durch unsere Erfahrung erlebt haben. Sprich, solche Dinge, wie Kalorientheorie zum Beispiel jetzt beim Essen. Oder dass wir sowas abstrahieren wie das Leben nach dem Tod und dann kommen wir in den Himmel. Und jeder hat eine andere Theorie und lebt danach und lebt deswegen nicht mehr im Jetzt. Wenn es alles outgesourced, weggegeben an jemand anderen, der dann die Verantwortung übernehmen soll, und dann ist es nicht mehr im jetzigen Leben, dann müssen wir die Verantwortung nicht für übernehmen. Oder dann ist es Paradies ist im Himmel. Nee, das Paradies ist hier und jetzt, überall verfügbar. In diesem Leben. Und es hat nichts mit Leben und Tod zu tun. Das Paradies, den kannst du jeden Moment wahrnehmen, selbst wenn du in der nächsten Minute stirbst, kannst du diese Verbindung wahrnehmen, jeden Moment. Nur weil viele Menschen auf dieser Welt im Moment das nicht mehr spüren können, es ist trotzdem da, es ist nur weil wir vernebelt sind, es ist wie ein Arzt, der dich betäubt. Und dir dann dein Herz aufschneidet, deine Brust aufschneidet. Du kannst dabei zuschauen. Das könntest du niemals machen, wenn du deinen Körper spüren würdest. Wenn der den nicht betäubt hätte. Aber wenn du gleichzeitig wieder dein Bewusstsein aufgebaut hast, wenn du wieder jederzeit eine Verbindung spürst mit allem, wenn du jederzeit spürst, dass der Baum deine Lunge ist, dann zerstörst du keinen Baum mehr unnötig. Du machst nur die Dinge, die nötig sind, die nicht vermeidbar sind. Und erfährst das Leben in der wunderbaren Ekstase. Aber zumindest friedvoll, wenn es selbst noch keine Ekstase ist. Sein mag. Der erste Schritt ist erstmal friedvoll. Das ist mal
Wenn du nicht friedvoll bist, dann kannst du nichts genießen, dann kannst du nicht mal ein Essen genießen, wenn du gerade irgendwie an irgendeinen Streit denkst. Irgendwas in der Vergangenheit oder Zukunft kannst du nicht das Jetzt genießen. Das ist eine Grundvoraussetzung. Aber wenn man das mal hat, wird man auch irgendwann mehr in Zustände der Ekstase kommen, ohne dass irgendwas ist. Du kannst einfach da sitzen. Dich freuen. Kannst einfach da sitzen. Und die Welt wieder durch eine wunderbare Brille sehen, durch dieses Wunder und diese Mystik in allem erkennen. Dich überhaupt fragst, was ist das? Die Welt entdecken wie ein Kind, diese Augen mit Leuchten. Du kannst die Welt wieder entdecken wie ein Abenteuer. Du kannst nur da sitzen. Und diese Verbundenheit spüren und in völliger Ekstase sein, wo du nichts machst. Das wünsche ich jedem, wieder diese Erfahrung zu machen. Und wenn man mal diese Erfahrung macht, dann kann man Dinge nachvollziehen. Dann muss nichts mehr bewiesen werden. Dann muss dir keiner was beweisen. Du hast es erfahren. Du weißt, dass da mehr ist. Und es ist keine Vermutung mehr. Es ist keine Annahme mehr. Es ist Erfahrung. Es ist kein Wissen. Es ist Erfahrung. Es ist Weisheit. Es ist. Macht's gut, Leute. Ciao.